Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Liebesgeheimnis am 29. März 2018. Heute haben wir besondere Einflüsse von Sternen und es wirkt in die Liebe Partnerschaft. Ein unerwartetes Ereignis, eine Überraschung. Das kann bedeuten, dass in bestehende Partnerschaft eine Überraschung kommt und ein neuer Schwung, Farbe in die Partnerschaft, Bewegung oder ein Geschenk. Andere erleben das so, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und kommt überraschende Art und Weise eine Versöhnung. Und viele Menschen erleben das als Neuanfang, eine neue Begegnung. Also das sind die Einflüsse von Sternen. Und jetzt schauen wir die Orakel an. Hier handelt es sich auch um die Liebe. Wichtig ist, dass ihr intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Wer hat diese Karte gewählt? Was flüstert diese Liebesorakel? In diesen Karten erscheinen die drei Vögel, die Magie der drei Vögel. 1, 2, 3. Und das bedeutet, ihr seid momentan ungeduldig. Ihr wartet auf eine Nachricht, ihr wartet auf ein Treffen und ihr seid sehr ungeduldig. Diese Nachricht kommt, dieses Treffen kommt, das zeigt auch dieses Bild. Aber hier sollt ihr etwas überwinden und das ist die Zweifel. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was flüstert die Liebesorakel. In diesen Karten erscheint die Magie der Tränen, die Traurigkeit und Tränen. Wenn ihr dieses Bedürfnis habt, weinen, dann weint euch aus, weil das befreit auch. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was flüstert diese Liebesorakel. Diese Karte ist die Magie des grünen Tuchs. Und dieser grüne Tuch symbolisiert die Natur. Und auch die Befreiung befreit die Sinnlichkeit und es zeigt auch diese Liebespaar. Also fühlt euch befreit, lebt eure Natur, lebt auch diese Sinnlichkeit und das kann auch eine Bedeutung sein, dass ihr die Natur bewundert. Wer hat diese Karte gewählt? Was flüstert diese Liebesorakel, dass die Magie des Armbandes und das bedeutet eine Verbindung. So wie ich Anfang gesagt habe, eine neue Begegnung, eine Versöhnung, ein Entgegenkommen, das Band ist wieder da. Das heißt diese Versöhnung, diese Umarmung. Wer hat diese Karte gewählt? Was flüstert diese Liebesorakel? In diesen Karten erscheint die Magie, die schwarze Orchidee. Und diese schwarze Orchidee zeigt Loslassen. Oft sind das die Vergangenheit oder die Ängste. Etwas sollen wir loslassen, befreien. Und hier und jetzt sein, weil das gibt Kraft. Und es gibt auch Kraft in die Liebe-Partnerschaft.
Wer hat diese Karte gewählt? Hier ist die Magie, die Schwalben. Und das symbolisiert die Frühling, auch die Zeitqualität. Jetzt im Frühling kommt ein Neubeginn. Glück in die Liebe, Partnerschaft, das ist auch die Genuss und es trägt auch Früchte. Wer hat diese Karte gewählt? Was erzählt dieses Bild? Das ist die Magie, die gelbe Blätter. Und das bedeutet, wie das Bild auch zeigt, Ruhe und Zärtlichkeit, Romantik und viel Zärtlichkeit, viel Gefühl in die Liebe, Partnerschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Was erzählt diese Liebesorakel? Das ist die Magie des Kruges und diese Band. Das kann natürlich bedeuten, dass jemand eifersüchtig ist und beobachtet euch, aber diese Karte vermittelt noch etwas, die Erinnerungen. Die Erinnerungen, auch diese Traurigkeit, dieses Gefühl, es ist alles verloren gegangen, es ist alles vorbei und vermittelt auch nicht nur diese Traurigkeit, sondern auch diese Nachdenklichkeit, diese Nostalgie. Man hat hier das Gefühl, die Band ist gebrochen, es ist alles verloren gegangen, aber diese Karte vermittelt auch die Hoffnung, dass doch etwas werden kann. Es ist nicht hoffnungslos, wie das im ersten Moment erscheint. Und jetzt schauen wir an die Tagesbotschaft. Und die Tagesbotschaft heißt Beständigkeit. Und das war dieses Liebesgeheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.